Henrik Stoltenberg meldet sich zu Wort. Der Reality-Star muss sich vor kurzem vor Gericht verantworten. Er wird wegen Volksverhetzung angeklagt und verurteilt. Doch er ficht das Urteil an. Seine Kollegen und auch sein Arbeitgeber RTL gehen auf Abstand. Auch Henrik zieht sich daraufhin aus dem Netz zurück. Nun meldet er sich zum ersten Mal wieder mit einem Statement. Es waren sehr turbulente Zeiten. Ich habe die letzten 2 Monate intensiv damit verbracht, mein Leben aufzuräumen. Der Influencer habe die Zeit genutzt, um sich über einiges klar zu werden. Außerdem dezimiert er seine Followerzahl bewusst. Er will nun mehr darauf achten, wer in seinem Umfeld ist. Eines stellt er jedoch klar. Ich würde euch bitten, weiterhin jetzt erstmal nicht auf gewisse Themen einzugehen. Ihr wisst, es ist ein laufendes Verfahren, ich darf mich dazu nicht äußern. Ab jetzt plant er, seine Fans wieder ein wenig mehr in den Alltag mitzunehmen. Ob Henrik aus seinen Fehlern gelernt hat?